Titel gesucht, der sowohl eine Privatsammlung als auch das Sammlerehepaar Klein beschreiben kann. Und uns erschien der in Klammern gesetzte Titel, Teil des gesamten Titels der Arbeit von Anna Oppermann, dafür sehr passend. Es ist ja eine sehr große, weit verzweigte Installation. Man sieht das hier sehr schön, bestehend aus sehr vielen Fotografien, Notizen, Skizzen, auch kleinen Objekten, die sich alle rhizomatisch in den Raum bewegen. Etwas sehr Unabgeschlossenes hat diese Arbeit und das erschien uns sehr symptomatisch für eine Sammlung. In den ersten 20 Jahren, da wussten wir gar nicht, was wir taten beim Kunstsammeln. Es war einfach so ein Erlebnistrip, Neugierde und Freude. Als ich jetzt zum ersten Mal hier diese Ausstellung mir ansah, da wusste ich plötzlich, es gibt einen roten Faden, der durch unsere Sammlung geht. Und zwar haben wir unbewusst immer Arbeiten gesammelt, die entweder eine malerische Struktur haben oder die eine Botschaft vermitteln, eine soziale oder gesellschaftspolitische Botschaft vermitteln oder Arbeiten, die emotional aufgeladen sind. Einen weiteren Bereich in der Sammlung Klein bilden die Arbeiten auf Papier. Jorinde Vogt hat in ihrem Werk ein vielschichtiges Vokabular an Linien und Zeichen entwickelt, in der sie diese Bildsprache umsetzt und dadurch Raum, Zeit und auch Klang sichtbar werden lässt. Wir enden in der ersten Etage in dieser wirklich fantastischen Videoinstallation von Ulrike Rosenbach, die die Geschichte der Frau in der Nachkriegszeit erzählt. Also eine großartige Auseinandersetzung mit dem Bild der Frau als Videoskulptur. Mit dieser ersten Etage haben Sie eigentlich das gesamte Spektrum der Sammlung der Kleins angespielt, was in der zweiten Etage durchgeführt wird im Medium der Fotografie und im dritten Geschoss im Medium der Malerei. Wir haben und ich habe schon immer konstruktive Malerei oder abstrakte Malerei irgendwo geliebt. Aber was ich bei Green Pale Light gemerkt habe, ist ja auch ein einigermaßen abstraktes Bild. Da habe ich plötzlich festgestellt, dass Emotion in einem Bild für mich eine unheimlich wichtige Bedeutung hat. Deswegen denke ich, dass diese Arbeit für mich sehr, sehr, sehr wichtig ist.